Wie Sie vielleicht schon geahnt haben, ist der Titel meines Vortrags Teil eines Zitats. Ursprünglich lautet es nicht von Filmstätten, sondern aus Filmstätten über reale Städte lernen. Und das ganze Zitat sieht dann so aus: Man kann aus Filmstätten über reale Städte lernen, man kann umfassendere, medienübergreifende, narrative und metaphorische Verweisungszusammenhänge analysieren und man kann gefilmte Städte wie reale Städte behandeln und Filmanalysen unmittelbar für urbanistische Fragestellungen nutzen. Zitat Ende. Und Sie sehen, das ist eine Einleitung aus einem Forschungspapier, das 1996 bereits vorgelegt wurde. Im Rahmen dieses Papiers wird dann auch eine konkretere Frage, oder es werden konkretere Fragen daraus abgeleitet, nämlich zum Beispiel, wie werden Aspekte der Ordnung und Unordnung großer Städte in Filmen präsentiert? Welche Ordnungs- und oder Chaosvorstellungen verbinden sich mit bestimmten Bildern von großer Stadt? Welche Erwartungen über Tendenzen großstädtischer Entwicklung stecken in solchen Filmen? Und welche Metaphern und Masterstories der großen Stadt werden in vielbeachteten Stadtfilmen angeboten? Das ist also eine dieser Fragen, die im Rahmen dieser Publikation dann gestellt werden. Und Sie sehen, das sind sehr viele Fragen. Ich werde heute Abend im Rahmen meines Vortrags nur ausschnitthaft ein paar Punkte hier anreißen können. Zunächst einmal aber muss man festhalten, das scheint auf den ersten Blick da ja doch überraschend, denn hier ist mit Film ja ganz offensichtlich wohl eher Spielfilm gemeint, wenn Sie also auch Master Stories lesen. Das heißt, hier ist offensichtlich nicht der Dokumentarfilm, sondern der Spielfilm gedacht. Und da ist natürlich die Frage, wie kann man aus Spielfilmen denn solche Fragen dann entsprechend auch ableiten und beantworten. Aber dazu muss man sagen, um zu dieser Dichotomie, zu dieser Gegenüberstellung von Dokumentar und Spielfilm, es gibt den objektiven, rein dokumentarischen Film gar nicht, da schon die Entscheidung eines Regisseurs oder einer Regisseurin für ein bestimmtes Thema, die Überlegung, wie dieses dann zu gestalten ist, die Entscheidung, wo, wann und wie die Kamera aufgestellt und wer was wie gefilmt wird, das sind alles schon eben Entscheidungen, die verhindern, dass ein Dokumentarfilm objektiv ist. Das sind alles bereits Entscheidungen, die dahin gehen, dass es eben alles schon Interpretation ist, was Sie im Rahmen eines solchen dokumentarischen Films sehen, zumal dann ja auch noch die Entscheidung dazukommt, wie das gefilmte Material zueinander geschnitten wird, also die Montage. All das führt dazu, dass wir es hier auch in solchen dokumentarischen Filmen mit Interpretationen des behandelten Themas zu tun haben. Das heißt, das gewählte Narrativ eines Dokumentarfilms arbeitet immer auch einer gewissen Fiktionalisierung zu, da hier Zusammenhänge ja erst gestiftet werden, die so in der Realität noch gar nicht vorhanden sind. Daher gibt es auch ein Plädoyer, und zwar just das Plädoyer des Erfinders des Begriffs Dokumentarfilm, Documentary, das war John Grierson, der im Rahmen einer Rezension eines entsprechenden dokumentarischen Films 1926 den Begriff Documentary eingeführt hatte, der aber selber dann wenige Jahre später für einen pragmatischen Umgang mit diesem Begriff geworben hat. Er hat gesagt, it is a clumsy description, also eine schwerfällige, ungeschickte Bezeichnung, aber let it stand, also man kann damit arbeiten, weil jeder unmittelbar weiß, was damit gemeint ist, auch wenn es den Dokumentarfilm so eigentlich gar nicht gibt. Umgekehrt könnte man auch sagen, dass der fiktionale Film, also der Spielfilm, ebenfalls Dinge dokumentiert. Er dokumentiert unsere Einstellung zu gewissen, zu dem von uns als offenbar relevant erachteten Themen. Er dokumentiert kollektives Verlangen, also Publikumserwartungen, Musikgeschmack, Sehgewohnheiten, und er dokumentiert auch Schauplätze, das heißt also zum Beispiel städtische Plätze. Von daher kann man zusammen mit dem Philosophen Martin Seel sagen, aller Purismus ist hier fehl am Platz. Fiktional oder dokumentarisch sind Filme, die vorrangig auf die eine oder andere Weise operieren. Elemente der einen Verfahrensweise können auch in der anderen vorkommen, ohne dass es sich gleich um einen Grenzfall handelt. Zitat Ende. Zudem kann man sagen, dass vielleicht sogar der Spielfilm in gewisser Weise entlarvender ist in Bezug auf das, was er zeigt, da hier ja gar keine direkten Absichten gegeben sind in Bezug auf Art und Weise der Interpretation der gezeigten Architektur oder Stadt, die hier ja sozusagen nur Mittel zum Zweck, also Hintergrundkulisse zu sein scheint. Und gerade dieser Zweck lässt zuweilen dann eben sehr aufschlussreiche Rückschlüsse auf die Art und Weise zu, wie die Architektur bzw. die jeweilige Stadt von uns offenbar wahrgenommen werden kann. Und ich werde Ihnen nachher ein konkretes Beispiel dafür liefern, wie eine solche unterbewusste Interpretation und Beurteilung von Stadt und Architektur im Spielfilm aussehen kann.
Und dagegenüber eben der Dokumentarfilm, der vielleicht bewusster und damit auch kontrollierter verfährt, weshalb er gegebenenfalls auch weniger entlarvend ist. Schließlich, Film und Architektur wurden von Anbeginn an indirekten Bezug zur Architektur, also zueinander gestellt. Ich zeige Ihnen hier ein Zitat von der Filmhistorikerin Joan Ockman. A film has been compared to architecture almost since its inception. Also von Anfang an des Films wurden Film und Architektur zueinander in Beziehung gesetzt. Und das kann man auch daran sehen, dass bereits der italienische Futurist und Filmtheoretiker Ricciotto Candudo Anfang des 20. Jahrhunderts, als er in Paris gelebt hat, in seinem Manifest der siebten Art von 1911, ich zeige Ihnen hier das Schaubild von 1923, eine Hierarchie etablierte, der zufolge Musik und Architektur dem Film am nächsten stehen. Das hat natürlich zum einen damit zu tun, dass Candudo die Idee hatte, wie später auch Erwin Panofsky, dass im Film die vereinzelten Künste wie in einer mittelalterlichen Kathedrale alle wieder aufgehen, also eben Malerei, Skulptur, Poesie, Tanz, Musik, Architektur, das ging einstmals alles in der gotischen Kathedrale auf, so auch Erwin Panofsky, und Candudo sagt, der Film hat da praktisch die Kathedrale als Gesamtkunstwerk abgelöst, und dass Architektur und Musik besonders eng hier auf einer Ebene stehen, hat auch damit natürlich zu tun, dass Architektur immer wieder als versteinerte Musik, so zum Beispiel von Goethe, als erstarrte Musik, so von Schelling, oder auch als gefrorene Musik, so von Schopenhauer bezeichnet wurde. Und außerdem, das wissen Sie alle, Musik begleitete den ansonsten stummen Film in seiner Frühzeit. Insofern hat Candudo hier also dann auch Musik und Kino ganz dicht zueinander gestellt. In jüngerer Zeit gibt es dann auch Positionen, wie zum Beispiel die von dem französischen Architekten Jean Nouvel, der die Architektur als eng durch den Film geprägt sieht. Er sagt in diesem Zitat von 2008, die Architektur wäre heute anders, wenn das Kino nicht existiert hätte. Und alle drei, die ich Ihnen hier jetzt zitiert habe, also Joan Ockman, Ricciotto Candudo und eben auch Jean Nouvel, alle meinen hier den Spielfilm und nicht den Dokumentarfilm. Auch in den jüngsten Ansätzen, die es seither gegeben hat, also ich hatte Ihnen dieses Papier von 1996 eingangs zitiert, es gibt aber auch 2011 und 2013 weitere Studien zu diesem Verhältnis von Architektur, Stadt und Film, und auch in diesen wird eigentlich immer vorwiegend mit Spielfilmen gearbeitet und nicht so sehr mit Dokumentarfilmen. Obwohl wir jetzt diese verschiedenen Ansätze von 96, 2011 und 2013 haben, muss man sagen, dass diese Forschungsrichtung noch immer nicht sehr weit entwickelt ist. Das heißt, auch was Sie in diesen beiden Büchern finden, ist vor allen Dingen eher deskriptiv und weniger analytisch. Und insofern möchte ich Sie bitten, das, was ich Ihnen heute Abend vortrage, als Anregung zu verstehen, wie man künftig in dieser Richtung weiterdenken und weiterarbeiten könnte. Aber wir müssen immer noch klären, das Verhältnis von in Film erscheinenden Städten und Architekturen auf der einen und Film und Städten in der Realität auf der anderen Seite. Und hier ist dieser Film ein gutes Gewährsbeispiel, denn das ist ein Film von Marcel Lherbier, von 1924, Les Numen. Ich weise jetzt schon auf diese Bezeichnungen, Historique, Féerique, also das ist eine märchenhafte Geschichte, wie Sie gleich sehen werden. Und dieser Film geht zurück auf einen Aufruf, den Marcel Lherbier, der Regisseur, 1922 hat ergehen lassen. Und zwar angeregt durch Ricciotto Candudo hatte er die Idee, einen Film zu drehen, in dem alle Künstler der damaligen Zeit, also Poeten, Maler, Musiker, Architekten etc., sich mit Projekten melden sollten, die dann von Lherbiers Filmproduktionsfirma unterstützt werden sollten. Er hat unter anderem auch damit gelockt, dass er gesagt hat, ihr bekommt damit alle eine Plattform, auf der dann das große Publikum euch sehen kann, das heißt also auch eine Art von Werbung. 1924 hat er dann dieses Gesamtkunstwerk, dieses Gemeinschaftskunstwerk, dann mit diesem Film Les Numen auch realisiert, und insofern hat dieser Film auch als bewusster Versuch zu gelten, moderne Kunst und Architektur mit den Mitteln des Films zu propagieren. Und in der Tat, wenn man sich den Vorspann anschaut, wo die Mitwirkenden aufgelistet sind, dann liest sich das wie ein Who is Who der damaligen Avantgarde-Szene. Ich greife nur heraus, Pierre Chéreau, das ist ein Architekt, der berühmt wurde durch ein Glashaus, das er gebaut hat.
Sie sehen dann zum Beispiel auch René Lalique, der als Schmuck- und Glaskünstler des Art Deco berühmt wurde. Sie haben einen Komponisten wie Darius Milhaud, der hier also als Komponist tätig war, und zwar als ein Komponist, das wird hier angedeutet, Partition perdue. Er hat nämlich Kompositionen zum Teil ersetzt, die von Georges Antheil, einem anderen Avantgarde-Kompositoren, ursprünglich für diesen Film geschrieben wurden, waren, die dann aber verloren gegangen waren. Und sie haben natürlich Fernand Léger, also einen der ganz berühmten Maler, sowie dann also auch noch, und um den wird es mir jetzt gehen, Robert Maillet-Stevens, einen zeitgenössischen Architekten. Besondere Beachtung fanden dabei zum einen die Entwürfe des Malers Fernand Léger für die Innenausstattung eines futuristischen Laboratoriums, denn L'Enhumaine ist eine Mischung aus Melodram, Märchen und Science-Fiction-Film, sowie zum anderen die Bauten des französischen Architekten Robert Maillet-Stevens. Eine solche Mitarbeit von realen Architekten, Robert Maillet-Stevens war ausgebildeter Architekt, im frühen Film ist keine Seltenheit. Das hatte zu tun mit der ökonomischen Krise der Nachkriegszeit, wo Künstler und Architekten Beschäftigung gesucht haben und deshalb also praktisch im Film dann auch ihr Brot verdient haben. Robert Maillet-Stevens und seine Architektur sind hier aus zwei Gründen interessant. Erstens, weil seine Bauten zwar seine reale Architektur widerspiegeln, also die Architektur, die er nicht für den Film, sondern für die Realität gebaut hat. Zugleich aber hat Maillet-Stevens auch sehr präzise über die Unterschiede zwischen Film und Realität reflektiert. Er selbst hat die Lehren seiner während der Filmarbeit gemachten Erfahrung 1925 in einem Le Cinéma et les Arts, also das Kino und die Künste, betitelten Aufsatz zusammengefasst, wo er zu dem Schluss kam, ich zitiere gleich auf Deutsch: Es ist unzweifelhaft, dass das Kino einen deutlichen Einfluss auf die moderne Architektur ausübt. Umgekehrt leistet die moderne Architektur ihren künstlerischen Beitrag für das Kino. Die moderne Architektur dient nicht nur als Kinodekor, sondern prägt auch die Inszenierung, sie überschreitet ihren Rahmen, sie spielt mit, elle joue. Zitat Ende. Maillet-Stevens bezieht dies freilich zunächst auf die Filmsets, die jedoch, da sie auf den Prinzipien der realen Architektur basieren, auch seiner Charakterisierung der modernen Baukunst in der Realität gehorchen. Wieder ein Zitat von Maillet-Stevens: Die moderne Architektur ist im Wesentlichen fotogen. Große Flächen, gerade Linien, Nüchternheit der Ornamente, vereinigte Oberflächen, klare Gegenüberstellungen von Licht und Schatten. Was für einen besseren Hintergrund kann man sich für bewegte Bilder, welch besseren Gegensatz träumen, um das Leben Gestalt gewinnen zu lassen. Zitat Ende. Maillet-Stevens erkennt dabei dem Film das Verdienst zu, die Fortschritte in der Architektur zu befördern, denn dort zu sehende Dekors und Ideen würden durch den Film verbreitet und fänden schließlich auch einen Niederschlag in der wirklichen Welt, im wirklichen Leben und den wirklichen Gebäuden. Also genau diese Idee, die Herbier ja hatte, es wird Werbung für die moderne Architektur gemacht. Als Kehrseite dieser Verbreitung empfand Maillet-Stevens jedoch die Unsitte, die Unterschiede zwischen als Filmbauten entworfenen und realen Architekturen zu verkennen, gehorchten beide doch ganz unterschiedlichen Anforderungen. Was unter grellen Scheinwerfern gut aussehe, müsse im Sonnenlicht noch lange nicht den gleichen positiven Eindruck erwecken, denn wo der Film zum Beispiel starker Farben oder Kontraste bedürfe, wirke dies in der Realität oft übertrieben. Und der zweite Punkt, der für uns hier interessant ist, weil just dieses Projekt, also die Architektur für L'Enhumaine, gewissermaßen auch als Gegenbeispiel zu dieser stark differenzierenden Position fungiert. Denn Maillet-Stevens entwarf die Häuser der beiden Hauptcharaktere des Films und er baute zeitgleich nach eigenem Entwurf im Auftrag des Vicomte Chardenoye eine Villa an der französischen Riviera in Hyères an der Côte d'Azur, die mit ihren streng geometrischen, kubischen und ineinander versenkten Formen unzweifelhaft Parallelen zur Filmarchitektur von L'Enhumaine aufweist. Das geht sogar so weit, dass man nicht genau weiß, ob dieses Architekturmodell für den Film gedacht war oder für die tatsächliche Villa, wahrscheinlich sogar für beides. Und das erklärt dann auch, wieso Maillet-Stevens geradezu zum Inbegriff des sowohl zuvor als auch insbesondere danach propagierten Wechselverhältnisses zwischen den beiden Gattungen Architektur und Film wurde. Die Villa wurde dann auch sein erstes richtiges Gebäude, denn zuvor hatte er nur Einrichtungen, Boutiquen sowie Film- und Ausstellungsbauten entworfen,
Und es gibt sogar noch ein weiteres Bindeglied zwischen beidem, nämlich die Tür, die Sie hier sehen, die sehr nach De Stael aussieht. Das hat damit zu tun, dass Moyes Divans 1924, also genau in dieser Zeit, eine Ausstellung der holländischen Künstlergruppe De Stael organisiert hatte, die 1917 von Theo van Doesburg, also dem Maler dieses Bildes, gegründet worden war. Und genau eine solche Tür gab es auch an der real gebauten Villa an der Côte d'Azur. 1928 drehte Man Ray im Auftrag des Besitzers der Villa Noailles eben dort seinen poetisch-surrealistischen Film Les Mystères du Château du Dé, also die Geheimnisse des Würfelschlosses, mit dem die Architektur Moyes Divans im Rahmen einer Dramaturgie inszeniert wurde, die locker an Stéphane Mallarmés Gedicht Un coup de dé, also der Würfelwurf, orientiert war. L'Herbiers Film steht jedoch zugleich am Beginn einer sich durch die weitere Filmgeschichte ziehenden Tradition, in der modernste Architektur mit problematischen menschlichen Charakteren assoziiert wurde, denn sowohl bei der Bewohnerin des einen wie dem Bewohner des anderen Hauses handelte es sich in L'Enhumain um exzentrische, extravagante, jenseits der Norm lebende Menschen. Der Erfinder Einar Norsen ist zwar ein technisches Genie, aber in seinen Gefühlen so extrem, dass er sogar einen spektakulären Selbstmord vortäuscht, um die von ihm angebetete Opernsängerin Claire Lescaut, die sich ihrer Umgebung gegenüber als kalt und unmenschlich gibt, sie ist auch die titelgebende L'Enhumain, die Unmenschliche, also um sie durch diesen Selbstmord für sich zu gewinnen, was ihm am Schluss dann auch gelingt. Und es ist vielleicht bezeichnend, dass sich Man Ray dann wiederum möglicherweise durch die Rahmung der Filmgebäude von Moyes Divans dann eben auch dessen Villa Noailles zum Schauplatz eines surrealistischen Films wählte, in dem sich unheimliche und bizarre Wesen betätigen. Wie gesagt, Moyes Divans steht damit am Anfang einer Tradition, die dann mit Alfred Hitchcock ihre Fortsetzung hatte. Ich verweise auf die fiktive Villa im Stile von Frank Lloyd Wright in North by Northwest, wo nämlich just die Schurken des Films residieren. Oder die Nachfolge dort dann bei Tom Tykwer, wo also ebenfalls in dieser modernen Architektur der Schurke des Films The International wohnt. Oder auch zum Beispiel Zaha Hadids Fano in Wolfsburg, das in dem gleichen Film The International von Tom Tykwer zur Villa einer italienischen Waffenhändlerfamilie gemacht wird, die mit der Mafia kooperiert. Und wenn Sie Gefallen an Trash-TV haben, dann werden Sie alle auch 2013 den Science-Fiction-Katastrophenfilm Helden, wenn dein Land dich braucht, gesehen haben werden, in dem nämlich das Fano als das CERN in Genf fungiert, wo es bei der Erschaffung eines künstlichen schwarzen Loches dann eben zu der den Film überhaupt erst antreibenden Katastrophe kommt. Also alles negativ besetzte Orte. Ich verweise auch auf die Entwürfe von Ken Adam für die Hauptquartiere der Schurken in den James-Bond-Filmen, die immer auch sehr stark an modernistische Architektur erinnern, was schließlich sogar dazu geführt hat, dass reale Architektur, die für das Pionen White Mountains Data Center, das größte Rechenzentrum des schwedischen Internet Service Providers Bahnhof AB, dass das also sofort, als diese Bilder publiziert wurden, sofort mit eben den Schurkenarchitekturen aus den Bond-Filmen assoziiert und verglichen wurden. Ich will Ihnen nun ein konkretes Beispiel für die entlarvende Nutzung einer Stadt und ihre Architekturen für einen Film darbieten. Und zwar geht es um einen Film, wo Sie das vielleicht gar nicht erwarten würden, nämlich um Total Recall von Paul Verhoeven aus dem Jahre 1990. Auf diese Bezüge hat der mexikanische Kunsthistoriker Cuauhtémoc Medina hingewiesen im Jahre 2003, der kürzlich zum Chefkurator der 12. Shanghai Biennale ernannt wurde. Und ich möchte Ihnen zum Auftakt, weil man das als Hintergrundfolie für das Nachfolgende braucht, ein paar idealistische Postulate seitens der Philosophie und von Architekten in Bezug auf das darbieten, was Architektur leisten, was sie verbauen und darstellen soll. Der US-amerikanische Philosoph und Pädagoge John Dewey zum Beispiel schreibt, Architektur bringt auch dauernde Werte des menschlichen Gemeinschaftslebens zum Ausdruck. Sie repräsentiert Erinnerungen, Hoffnungen und Ängste, Zwecke und heilige Werte derer, die bauen. Von Gedankenträumereien abgesehen ist es augenscheinlich, dass jedes bedeutende Bauwerk ein Schatz geschichtlicher Erinnerungen und eine monumentale Aufzeichnung von gehegten Zukunftserwartungen ist. Und dann an anderer Stelle, während es dem Vermögen der Architektur entspricht,
die Werte des Gemeinschaftslebens darzustellen. Und dies ist keine Position jetzt eines Philosophen jenseits der Architektur, denn Sie können bei Architekten ganz ähnliche Formulierungen lesen. Ich verweise hier auf Mies van der Rohe. Erst dann werden unsere Nutzbauten ins Baukünstlerische hineinwachsen, wenn sie bei ihrer Zweckerfüllung Träger des Zeitwillens sind. Oder dann zum Beispiel auch Jean Nouvel, Architektur heißt, die Werte der Kultur und der Zivilisation in das Gebaute einzubringen. Kehrt man dies um, so könnte man aber auch sagen, dass man anhand der Architektur vielleicht auch die tatsächlichen Werte einer Gesellschaft ablesen kann, die eventuell genau im Widerstreit zu dem stehen, was man offiziell postuliert. Die Architektur also sozusagen als Verräter und Whistleblower, die aufrichtige Auskunft über das gibt, was tatsächlich hinter ihr steht, als offizielle Verlautbarungen und Absichtsbekundungen. Der Film, um den es hier geht, wurde in Mexiko gedreht. Das sieht man auch an den Credits, wo sie ganz oft eben Bezüge zu mexikanischen Institutionen und auch zu mexikanischen Mitarbeitern finden. Die Gründe für die Wahl dieses Drehorts waren primär wirtschaftlich bedingt. Mexiko bietet aufgrund niedrigerer Preise günstigere Produktionsbedingungen als Hollywood. Zugleich aber, und dies macht umso mehr auf die in der erzählten Geschichte unterschwelligen politischen Bezüge aufmerksam, zugleich aber gibt es hier eben auch eine politische Ebene. Denn man kann den Film auch lesen als ein Echo auf die problematischen Beziehungen zwischen Amerika und Mexiko, wie wir sie ja momentan auch gerade wieder erleben, und zwar in metaphorischem Gewand. Denn Amerika wird in diesem Film repräsentiert durch die Erde und Mexiko durch eine Kolonie der Erde auf dem Mars. Und auf dem Mars lassen die Erdbewohner einen wertvollen Rohstoff, Lies Erdöl, entgegen dem Widerstand marxistischer Kräfte, den Marsrebellen, ausbeuten. Am Ende erweisen sich die Rebellen als siegreich, zumal sie ein Komplott zwischen einem skrupellosen Industriegiganten, der diese Ausbeutung betreibt, und der offenbar korrupten und totalitären Regierung auf der Erde enthüllen können. Cuauhtémoc Medina hat darauf hingewiesen, dass hier eine Art Dialog stattfindet. Ich bringe hier das Zitat: The dialogue of total recall is not with Mexico City, but rather with a certain period architecture and its aesthetic and political values. Also der Dialog, der in Total Recall geführt wird, ist nicht der zwischen dem Film und Mexico City, sondern mit einer bestimmten, aus einer bestimmten Zeit stammenden Architektur, deren Ästhetik und politischen Werten. Ich werde gleich noch etwas dazu sagen, dass er hier sagt, nicht mit Mexico City, weil man könnte ja sagen, aha, dann wird hier ja eigentlich gar nicht über Stadt gesprochen, aber Sie werden nachher sehen, dass das doch der Fall ist. Tatsächlich ist es nämlich auffällig, dass Total Recall für die auf der Erde spielenden Szenen, für die auf dem Mars spielenden Szenen wurden Studiobauten genutzt, dass also für die auf der Erde spielenden Szenen fast vollständig auf Gebäude rekurriert, die unter dem Regime der Partido Revolucionario Institucional, also der Partei der institutionellen Revolution, in den 1960er bis 1990er Jahren errichtet wurden. Ich möchte hier nur zwei Beispiele herausgreifen, nämlich einmal die Architekturen von Agustín Hernández Navarro sowie von Abraham Zabludowski und Teodoro González de León. Diese Architekturen sind fortschrittlich gedacht, im Film dienen sie aber als Schauplätze einer Welt, die von einer totalitären Allianz aus skrupellosen Wirtschaftsmächten und korrupten Politikern kontrolliert wird. Das heißt, im Film wird dieses Collegio, diese Militärakademie, für das Wohnquartier genutzt, in dem der Hauptdarsteller also lebt und wo er dann auch eben zum Beispiel zur Arbeit fährt, während genau nämlich dann der Ort, wo er sich eine künstliche Erinnerung aufspielen lässt, darum geht es in diesem Film maßgeblich, dass sie hier in einer Welt leben, wo man sich künstliche Erinnerungen, zum Beispiel an nie gehabte erholsame Urlaube, implantieren lassen kann, um auf diese Art und Weise den Urlaub sozusagen zu sparen. Es sind also Illusionen und just diese Illusionen werden im Film aber in einem Gebäude verkauft, die ursprünglich und eigentlich eine Behörde beherbergt, die Arbeitnehmern Darlehen gewährt, um ihre Eigenheime zu erhalten, beziehungsweise um sich die Ersparnisse auszahlen zu lassen, die sie in einer Altersrentenkasse gezahlt haben. Das ist natürlich prekär, wenn das plötzlich zum Ort einer Illusion gemacht wird. Dies steht selbstverständlich im krassen Gegensatz zu den von der Partei der institutionellen Revolution für sich reklamierten ästhetischen und politischen Werte, bei denen es gerade um Modernität, Wohlfahrt, gesellschaftliche Einheit und Gleichheit ging
Und just einer der Architekten, Agustin Hernandez Navarro, hat zum Beispiel auch immer darauf hingewiesen, dass hinter seinen Entwürfen Naturvorbilder stehen, wie zum Beispiel also Bäume, die dann immer stärker abstrahiert werden. Und dieser Naturbezug scheint aber dann im Vollzug dieser Architektur immer mehr verloren zu gehen. Der Film als eine Übersetzung der Wirklichkeit, wie Jean Nouvel das genannt hat, macht so im Verlauf des von Medina erwähnten Dialogs deutlich, dass hinter diesen vorgeblichen Werten gerade mittels derer architektonischer Interpretation die Kehrseite dieser Ideale zutage tritt. Modernität kann in einen Futurismus umschlagen, der geschichtslos erscheinen will und daher jegliche historische Orientierung verweigert. Der Wunsch nach dem Ausdruck von Wohlfahrt kann sich in brutal erdrückende Monumentalität umkehren und als treibende Kraft hinter der in farblos monotonen Formen artikulierten Einheit und Gleichheit mag die totalitäre Gewaltherrschaft einer wirtschaftlichen und politischen Elite stehen. Da diese Gegensätze jedoch besonders im Film zutage treten, also nicht praktisch im Alltagsleben wahrgenommen werden, kann Medina hier folgern, dass hier praktisch diese Wirkung durch den dramaturgischen Kontext überhaupt erst pointiert deutlich wird. Und er folgert: It is only through the reflection of these spaces that the film may perhaps allow us to comment on the imaginative processes of the society that produced them. Also nur durch die Reflexion dieser Orte, dieser Räume im Film ist es uns überhaupt erst möglich, über die erfinderischen Prozesse nachzudenken, jener Gesellschaft, die diese Architekturen überhaupt produziert hat. Und er sieht eben eine Hoffnung darin, dass diese Architekturen vorerst nur Tendenzen darstellen und noch nicht die ganze Stadt prägen. Daher auch die Einschränkung, dass der von dem Film geführte Dialog noch nicht mit ganz Mexico City, sondern vorerst mit einzelnen Gebäuden darin geführt wird, die aber dazu gedacht gewesen sind, den Stil einer ganzen Stadt vorzugeben. Und ich zeige Ihnen hier das zweite Zitat aus diesem Text. Here we have to value total recall as a precise reading of the character of this architecture, inasmuch as the Mexico it projects is in effect the futuristic fantasy of an authorian state. Also hier müssen wir den Film Total Recall wieder als sehr genaue Lesart, als Interpretation des Charakters dieser Architektur wertschätzen. Insofern, als hier ein Mexiko entworfen wird, das im Grunde genommen die futuristische Fantasie eines autoritären Staates ist. Also eben nicht das reale Mexiko, aber ein Mexiko, wie es sich damals die Leute erdacht haben. Er zeigt damit zugleich, dass die mit Architekturen und Städten intendierte Utopie jederzeit auch in eine Dystopie umschlagen kann. Und das ist gar nicht so exotisch, wie es auf den ersten Blick scheinen mag, denn schon bei dem Ahn und Gründungsvater des Konzepts und des Begriffes der Utopie, bei Thomas Morus, ist das in gewisser Weise schon angelegt. Denn der Text, den wir heute Utopia nennen, lautet, hat oder trägt die Überschrift auf Latein De optimo statu rei publicae deque nova insula utopia, vom besten Zustand des Staates oder von der neuen Insel Utopia. Und in dieser Utopie wird eine ferne ideale Gesellschaft geschildert. Die Erstveröffentlichung dieses auf Latein geschriebenen Textes geschah auf Betreiben des berühmten und Moore sehr bewundernden Humanisten Erasmus von Rotterdam im Dezember 1516 in Leuven. Und das Buch war so erfolgreich, dass sofort weitere Drucke in Paris und in Basel 1518 folgten. Und genau diese Ausgabe zeige ich Ihnen auf der rechten Seite. Der erste Teil dieses Werkes übt ausführlich Kritik an den damaligen politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen in Europa, insbesondere in England. Man merkt es daran, dass immer wieder sehr deutliche Parallelen zwischen dieser Insel Utopia und dem damaligen England gibt. Angeprangert wird zum Beispiel die Praxis der Todesstrafe, die in England selbst Dieben drohte, da es keinen Unterschied zwischen Stehlen und Morden in rechtlicher Hinsicht gab. Und der zweite Teil des Textes wird dann im Wesentlichen von der Schilderung der Organisation des Staates und der Lebensverhältnisse der Bewohner Utopias ausgefüllt. Aber schon auf der Ebene dieser Beschreibung zeigt sich eine Ambivalenz, denn der Text weist einerseits die Züge einer positiven Zukunftsvision auf, und das löst sozusagen das Utopia ein, denn eigentlich heißt Utopia Nirgendort, denn die griechische Vorsilbe U ist verneinend, wie das deutsche Un, im Sinne von nicht. Utopia ist die Landschaftsmalerei oder Landschaftsbeschreibung, also die Beschreibung eines Nichtortes. Zugleich ist damit natürlich aber auch gemeint der Idealort, die Utopie,
also von der griechischen Vorsilbe eu für gut oder wohl und wieder auch topia als Beschreibung, also die Beschreibung eines guten Ortes. Und das Interessante ist nun, dass utopia im Englischen genauso ausgesprochen wird wie eutopia, nämlich utopia. Moore's U oder Eutopia weist nun Züge einerseits eines Idealorts auf. Es gibt Toleranz in vielen Dingen, die Stadt ist offen für jedermann, das Ganze ist sozialistisch geprägt, es gibt kein Privateigentum etc. Zugleich aber weist das Ganze auch Züge einer Dystopie auf, denn der Staat ist stark hierarchisch geordnet, es gibt eine Art von Gleichschaltung im Aussehen wie im Denken und das Individuum gilt in dieser Gemeinschaft nicht. Und diese Ambivalenz zeigt sich nun auch auf der Ebene einer Wiedergabe der Gestalt der Insel Utopia, denn Erasmus von Rotterdam hat Sorge dafür getragen, dass der ältere Bruder von Hans Holbein, dem Jüngeren, Ambrosius, dass er einen Holzschnitt diesem Text beigegeben hat, auf dem diese Insel illustriert ist. Und obgleich hier ein Idealgemeinwesen geschildert ist, ergibt die Gestalt der Insel zusammen mit dem Schiff so etwas wie einen Totenschädel, wo hier unten die Zähne sind und hier oben eben dann der eigentliche Kopf. Dass dies keine Fantasie von mir ist, sondern von den Zeitgenossen schon so gesehen wurde und mithin wahrscheinlich sogar beabsichtigt war, sieht man daran, dass Erasmus von Rotterdam für die zweite Ausgabe dann Sorge dafür getragen hat, dass in der überarbeiteten Version dieser Karte die Züge dieses Totenkopfes noch deutlicher gemacht werden. Und ich habe es Ihnen hier noch einmal freigestellt, damit Sie es also ganz klar sehen. Das heißt also, man hat diese erste Karte spiegelbildlich angeordnet und dann die Züge dieses Totenkopfes noch stärker herausgearbeitet. Das Verfahren erinnert einerseits an spätere Werke von Archimboldo, also dieses Kippbild zwischen anderen Gegenständen und einem Objekt. Andererseits aber kennt man natürlich die Präsenz des Schädels aus anderen Schöpfungen von Holbein. Ich verweise vielleicht auf die berühmteste in der Darstellung der Gesandten, wo sie die Anamorphose dieses Schädels haben. Und der kann nun auch hier, wie bei der Utopia-Darstellung, mehrere Bedeutungen haben. Zum einen kann das die Signatur von Holbein sein, denn Schädel ist ein hohler Knochen, ein hohles Bein, also könnte das eine Signatur sein. Zugleich ist es aber natürlich auch ein Vanitas-Motiv, also der Tod lauert hinter den Dingen. Und das kann auch hier sogar noch weitergeführt werden, denn der lateinische Name von Thomas Moore ist Thomas Morus und insofern kann das auch ein Wortspiel sein, Memento Mori, Gedenke des Todes, aber Gedenke auch des Autors Thomas Morus. Aber es geht hier wohl auch darum, dass die Karte als etwas Erdachtes, Erfundenes dargestellt ist und nichts Reales, also etwas, was im Kopf stattfindet, in einem Schädel und eben nicht Wirklichkeit darstellt. Und wie bei den Gesandten ist es wahrscheinlich zugleich auch ein Hinweis auf das Vergängliche alles irdischen Glücks. Utopia ist auch nur der, wie man zudem sieht, ambivalente Versuch eines irdischen Paradieses, das heißt keine göttliche ewige Schöpfung, sondern eine menschliche und daher vergängliche Kreation, wo dann eben auch entsprechend die Sterblichkeit dahinter lauert. Und dies vielleicht umso mehr, als die Utopianer sich angesichts ihres Glücks vielleicht in einer falschen Sicherheit wiegen. Das heißt, es geht hier vielleicht sogar noch um mehr, nämlich auch darum, dass es töricht ist zu glauben, dass man hier also ein Paradies auf Erden schaffen kann. Denn auffällig ist, dass gegenüber der ersten Karte hier auch noch diese beiden Festone angebracht sind, die dem Ganzen etwas von Hörnern geben, also wie einen Teufel oder aber auch wie eine Narrenkappe. Das passt dann wieder sehr gut zu späteren Illustrationen, wo also auch ein Bezug gestiftet wird zwischen Narrentum und Welt. Und hier wird sogar auch noch einmal deutlich gemacht, dass also alles eitel ist und genau in diese Tradition könnte auch diese Illustration von Morus einspielen. Eben diese Kippfigur, nämlich dass die Utopie auch jederzeit in die Dystopie umschlagen kann, ist auch das Thema eines Science-Fiction-Films mit dem Titel Tomorrowland. Dieser Film ist zwar vom grundsätzlichen Thema her sehr ambitioniert, sein ungelöstes Problem besteht aber ein wenig darin, dass er die drei Begriffskonzepte von Utopie, Eutopie und Dystopie einerseits auf der Ebene einer Metapher umsetzt, also dieses Tomorrowland ist eigentlich nur eine Metapher für das, was die menschliche Zukunft bedeuten könnte. Zugleich aber wird diese Stadt im Film auch als ein realer Ort dargestellt, an den man hinreisen kann, indem man unsere Realitätsebene verlässt. Und der Film versucht auf diese Art und Weise
das komplexe Geflecht und Ineinander von Utto, Eu und Dystopie anhand einer einzigen Stadt zu veranschaulichen. Ihr Moment gewinnt die Handlung hierbei daraus, dass Tomorrowland zunächst eine Utopie ist, eine Utopie, ein Ort technologischer Fortschritte, die den Menschen dazu bringen, eine fröhliche und unbeschwerte Existenz zu führen. Und die Stadt sieht übrigens im Film aus wie die Stadt auf dem Plakat zu dieser Ringvorlesung, also eine futuristische Stadt, die also sehr freundlich und einladend aussieht. Gerade aber die als wachsend empfundene Diskrepanz zwischen diesem idealen Nicht- und Zukunftsort auf der einen und der besorgniserregenden Realität auf der anderen Seite, Sie sehen hier, das ist der Zustand 1964 und im Verlauf der 60er und 70er Jahre, Ölkrise, politische Spannungen, wird also immer mehr Skepsis gegenüber der möglichen Zukunft der Menschheit geäußert. Und das bringt die Regierenden von Tomorrowland, die übrigens alle Wissenschaftlerinnen sind, dazu bringt, warnende Signale und Bilder in unsere Realität von dieser Stadt aus zu senden, die uns eigentlich dazu motivieren sollen, den Pfad der Selbstzerstörung, den die Menschen beschritten haben, zu verlassen. Damit setzt aber ungewollt eine Art von Loop ein, denn die gesendeten Warnungen werden von den Menschen als eine Art von Prophezeiung verstanden, angesichts derer sie jede Hoffnung verlieren und sich in einer Art Abwärts- und Untergangsspirale ergeben, die letztendlich dazu führt, dass die Menschen die eigentlich als Warnung konzipierte Dystopie nun auch tatsächlich verwirklichen. Und dies hat wiederum zur Folge, dass nun auch Tomorrowland zu einem düsteren Ort verkommt. Also 2015 kommen dann die Protagonisten des Films hier an und alles ist wüst und verlassen. Die Utopie ist zur Dystopie geworden. Erst als eine Gruppe von Menschen aus unserer Realität in die metaphorische Welt von Tomorrowland aufbricht, um jene, die warnenden dystopischen Bilder verschickenden Sendeanlagen zu zerstören, können dort wie in der realen Welt wieder Hoffnungen entstehen. Tomorrowland verwandelt sich wieder in eine Utopie, von der am Schluss aus dann auch Boten in die Realität entsandt werden können, mit dem Ziel, weitere Unterstützer und Mitarbeiter an dieser Utopie zu gewinnen, also eine Realisierung der Utopie nicht durch Warnungen, sondern durch gute Vorbilder. Und das Schlussbild des Films zeigt dann, wie diese Geworbenen in der Realität von Tomorrowland ankommen und sich aufmachen, in diese Stadt zu kommen und sie zu besiedeln. Auch wenn der Film, wie gesagt, letztendlich daran scheitert, dass er seiner anspruchsvollen Thematik nicht gerecht wird, zumal er sich nicht recht entscheiden kann, ob er Thesenfilm, Science-Fiction, Abenteuerfilm oder Komödie sein will. Dies führt dann auch dazu, dass der Film überwiegend ablehnende Rezensionen bekommen hat. So weist er doch auf die komplexe Verbindung von Utopie, deren Veranschaulichung in Form der Stadt und die Wechselwirkungen von Hoffnung und Angst hin. Auch und gerade die Utopie muss verteidigt werden, sonst kippt sie in eine hoffnungstötende Dystopie um. In diesem Film wird sehr klar geschieden zwischen unserer Realität und der Utto- und der Utopie. Tatsächlich aber ist es häufig in Filmen so, die in realen Städten spielen, dass wir dort auf eine eigene Mischung von Realität und U- bzw. Utopie stoßen, denn die Topografien der Städte werden dort für den Film zuweilen so verändert und angepasst, dass so etwas wie idealisierte Chimären entstehen, also utopische Utopien, die vielleicht auch über das just Ausgeblendete und Weggelassene etwas darüber aussagen, wie wir uns unsere Städte wünschen bzw. vorstellen. Die Relevanz der Imagination einer Stadt für die Wahrnehmung von deren Identität, der Film als Erkundung eben dieser Stadt und ihrer Identität, wurde von dem schottischen Schriftsteller Alasdair Gray in seinem 1981 erschienenen Roman Lanark thematisiert. Das ist ein Roman, an dem Gray über 30 Jahre geschrieben hat, in dessen Zentrum die Stadt Glasgow steht. Und einerseits mischt Gray hier realistische Beobachtungen seiner Heimatstadt Glasgow, zum anderen aber eben mit fiktiven, dystopischen Darstellungen. Und Sie sehen hier das Zitat, Glasgow is a magnificent city, also Glasgow ist eine großartige Stadt. Why do we ever hardly notice that? Warum stellen wir das eigentlich nie fest? Warum merken wir das nie? Und dann kommt die Antwort, because nobody imagines living here. Niemand stellt sich vor, hier zu leben. Think of Florence, Paris, London, New York. Nobody visiting them for the first time is a stranger, because he's already visited them in paintings, history books and films. But if a city hasn't been used by an artist, not even the inhabitants live there imaginatively. Also eben, wenn eine Stadt noch nicht von einem Künstler, einem Schriftsteller, einem Regisseur thematisiert wurde, dann leben nicht einmal die Bewohner dieser Stadt
in ihrer Imagination in dieser Stadt. What is Glasgow to most of us? A house, a place we work, a football park or golf course, some pubs and connecting streets, that's all. No, I'm wrong. There's also the cinema and the library. And when our imagination needs exercise, we use these to visit London, Paris, Rome. Imaginatively, Glasgow exists as a music hall song and a few, oh, das soll bad novels heißen, Entschuldigung, nicht bald novels. That's all we've given to the world outside. That's all we've given to ourselves. Also, wichtig in dieser Stadt, in Glasgow, sind das Kino und die Bibliothek, denn von dort aus kann man dann in Städte wie London, Paris und Rom sozusagen im Geist wandern, alles Städte, die eben schon mal in Kunstwerken, in Filmen thematisiert wurden, und deshalb fühlt sich niemand, der dann dorthin reist, als Fremder, weil er in dieser Stadt schon einmal in seiner Vorstellung gewesen ist. Und ich will Ihnen praktisch ganz kurz hier nur zeigen, Rom als Filmstadt, das ist eben etwas, wo praktisch genau das eingelöst wird, was Gray hier eben schreibt. Sie haben also eben in Rom verschiedene Orte, die im Rahmen von verschiedenen Filmen von der Stadt gezeigt wurden. Und hier haben Sie genau diese Idealisierungen, weil wenn Sie zum Beispiel den Film Ein Herz und eine Krone von 1953 gesehen haben, also Roman Holiday, dann verlässt nämlich hier Audrey Hepburn ein Haus. Sie geht ein paar Schritte und plötzlich ist sie hier an der Fontana di Trevi. Und das hat dazu geführt, dass Touristen, als sie nachdem sie den Film gesehen haben, nach Rom gekommen sind, jeweils immer an der Fontana di Trevi nach dieser Straße und umgekehrt an dieser Straße nach der Fontana di Trevi gefragt haben und gar nicht glauben wollten, dass diese beiden Orte nicht nah beieinander liegen. Das heißt, in solchen Filmen werden Städte geordnet, sie werden hingeordnet auf einen gewissen Sinn, und dieser Sinn hilft dann wieder dabei, eine Art von Identität zu stiften. Dies ist, was der Film erkennen hilft. Umgekehrt aber bekommt der Film durch die Stadt und ihre Gebäude, beziehungsweise die Stadt und ihre Gebäude bekommen durch den Film, durch die Narration oftmals auch eine neue, zusätzliche und künftig immer mit assoziierte Bedeutung. Das ist das, was Gray meint, wenn er beklagt, dass niemand imaginatively in Glasgow lebe, weil es sozusagen keine Angebote von außen dazu gibt, was diese Stadt noch alles sein könnte. Das heißt, eine Stadt kann also auch versuchen, sich durch filmische Narration eine solche Bedeutungsschicht geben oder auch geben lassen. Diese Wirkung wurde bereits für Romane untersucht. Ich verweise auf den Roman The Marble Faun von Nathaniel Hawthorne aus dem Jahre 1860. Der spielt in Rom, wurde von einem amerikanischen Schriftsteller verfasst. Und in diesem Roman gibt es einzelne Gebäude, die bestimmten Personen zugeordnet sind. Und dieser Roman war so populär, dass Amerikaner noch heute mit diesem Buch in der Hand durch Rom gehen, das wie ein Reiseführer verwenden, diese Orte aufsuchen, was insofern sehr gut geht, weil Hawthorne nämlich bei der Niederschrift dieses Romans stark auf sein eigenes römisches Reisetagebuch rekurriert hatte. Und das hat dazu geführt, dass die Gebäude umbenannt wurden. Ich zeige Ihnen hier den ursprünglich Torre della Scimmia genannten Turm, also den Turm des Affens. Und dieser Turm wird aber im Roman mit einer Figur namens Hilda assoziiert. Leser dieses Romans haben sich diese Bilder in Rom gekauft, haben die in den Roman eingeklebt, haben den entsprechend beschriftet. Und das hat dazu geführt, dass schließlich sogar offizielle Fotografien dieses Turms beide Namen tragen. Hier sehen Sie hier, das können Sie wahrscheinlich jetzt nicht lesen, da steht Torre della Scimmia und da steht Hilda's Tower. Das heißt, der Name dieser fiktiven Gestalt ist heute Teil dieses Namens, dieses Turms. Eine parallele Prägung eines Ortes durch einen Film haben Sie vielleicht alle schon einmal gesehen, wenn Sie in London King's Cross am Bahnhof waren. Denn dort hat man nach dem Erscheinen des Films Harry Potter and the Philosopher's Stone von 2001 das zum Hogwarts Express führende Gleis 9¾ nachgebaut. Und zwar, das ist kein Requisit aus dem Film, sondern das hat der Bahnhof extra selber bauen lassen, praktisch an ganz anderer Stelle, als wo die Szene im Film gedreht wurde, und zwar in zwei Schüben. Erst 2005, da war das noch ein einfacher Trolley, wie Sie ihn an King's Cross Station auch benutzen können. Und dann 2013/14 hat man ihn sozusagen noch aufgepimpt, aufgemotzt, nämlich genau so aussehend, wie er auch im Film erscheint. Und Sie sehen hier nur ein Beispiel von ganz vielen. Das wird heute sehr gerne für Fotos genutzt, die dann eben auch online gestellt werden. Und auch die Harry Potter Touren durch London, die es gibt, die auf den Film und auf die Romane rekurrieren, geben dieser Stadt natürlich noch einmal eine ganz neue Bedeutungsschicht.
Ich möchte zuletzt ganz am Schluss noch die Frage stellen nach den Möglichkeiten, die Architektur unter Rekurs auf den Film hat, um Zusammenhänge innerhalb einer Stadt zu stiften, wobei interessanterweise eine filmische Dystopie genutzt wird. In dem Film Playtime von Jacques Tati wird ein zukünftiges Paris ironisiert, das nur noch aus Gebäuden des internationalen Modernismus besteht. Also hier sehen Sie Touristen, die gerade in Paris ankommen. Die historischen Gebäude, die Paris in unserer Vorstellung überhaupt seine Identität geben, wie zum Beispiel der Arc de Triomphe oder Sacré-Cœur, sind von diesen Gebäuden so zugebaut, dass sie nicht mehr gesehen werden können, beziehungsweise nur in zufälligen Spiegelbildern, wenn Türen geöffnet werden, ganz kurz aufblitzen. Der französische Architekt Jean Nouvel hat dies in zweifacher Weise in seinen Gebäuden aufgegriffen. Inspiriert durch Jacques Tati hat er einzelne Gebäude so gestaltet, dass sie echte Spiegelbilder erzeugen, die durch den Gebäuden vorgestellte Glaswände praktisch erzeugt werden, die so positioniert sind, dass diese alten wie auch die modernen Wahrzeichen von Paris, wie zum Beispiel hier der Tour Montparnasse und der Eiffelturm, dass die also nebeneinander zu stehen kommen, was in dieser Konstellation eigentlich, wenn das ein reales Abbild des Eiffelturms wäre, gar nicht möglich ist. Ich zeige Ihnen hier eine Karte. Hier haben Sie die Fondation Cartier, hier haben Sie den Tour Montparnasse, hier den Eiffelturm. Und eigentlich müsste der Eiffelturm rechts, links vom Tour Montparnasse erscheinen. Aber in diesem Spiegelbild erscheint er rechts, weil es eben kein reales Bild ist, sondern ein gespiegeltes Bild. In Köln, bei der Gestaltung des Mediaparks, hatte Nouvel zunächst passend zur Bauaufgabe vorgesehen, dass das ganze Gebäude mit einer Medienfassade nach Art des Science-Fiction-Films Blade Runner von 1982 überzogen sein sollte. Das Ganze erwies sich allerdings als damals noch nicht wirklich technisch realisierbar und auch zu teuer. Und daraufhin hat Nouvel darauf gesonnen, wie man den vom Stadtzentrum entfernten Mediapark an dieses Stadtzentrum visuell anbinden kann. Geht man nun auf den Mediapark-Turm zu, der sich so darstellt, dann hat man den Eindruck, der Kölner Dom spiegle sich darin. Je näher man aber kommt, umso mehr realisiert man, dass dies nicht möglich sein kann. Der Kölner Dom ist tatsächlich recht weit entfernt und es handelt sich in Wirklichkeit um in die Glasfassade eingelegte Fotografien, die allerdings so gestaltet sind, dass sie von Weitem wie Spiegelbilder wirken. Und das merken Sie insbesondere, wenn Sie innen drin sind, dann sehen Sie nämlich den Kölner Dom sozusagen zweimal, nämlich einmal von innen und praktisch dann von Weitem. Neben weiteren historischen Bauten Kölns wie Groß St. Martin sieht man zudem auch Wolken, sehr viele Wolken und auch Flugzeuge. Und da kann man sich natürlich fragen, was soll das Ganze, warum diese Wolken und die Flugzeuge? Nun, sie verweisen als Hommage auf das Vorbild, nämlich auf Jacques Tatis Film Playtime, wo nicht nur auch die Sehenswürdigkeiten lediglich in Form von Spiegelungen präsent sind, sondern auch zu Beginn das Flughafengebäude von Orly als von Wolken durchzogen wird. Das ist auch die Botschaft des Films von Tati, dass die internationale Moderne, wenn sie in Kontakt mit der Natur tritt, poetisiert werden kann. Das heißt, wenn man sie sich aneignet, anstatt sich von ihr unterwerfen zu lassen, dann kann sie durchaus poetische Momente haben. Und das wird dann auch anhand des Schlussbildes deutlich gemacht, wo Straßenlaternen dann mit Schneeglöckchen assoziiert werden. Ich komme zum Schluss. Ich wollte Ihnen eigentlich an dieser Stelle ein kleines Mise en Abîme vorspielen, das heißt einen Filmausschnitt, mit dem ein Gebäude gezeigt wird, in dem wir uns gerade befinden und einen Filmausschnitt anschauen, in dem das Gebäude zu sehen ist, in dem wir uns gerade befinden und so weiter. Allerdings fungiert dieses Gebäude in dem Film nicht als neue Universität, sondern im Unterschied zur Realität als sehr zentral in der Stadt gelegenes Studentenwohnheim, was erklärt, weshalb es von Bussen und Autos angefahren wird und Studierende mit Koffern und Taschen dort aussteigen und eintreten. Und das ist genau dieser Filmausschnitt, der nicht richtig laufen will. Ich probiere es jetzt einfach nochmal, aber ich fürchte, das wird ein schreckliches Geruckel. Aber ich fürchte, na, es geht leider nicht. Also, Sie würden jetzt eigentlich die neue Universität sehen, in der wir uns gerade befinden. Und dort steigen dann die beiden Protagonisten des Films aus, weil sie in diesem Studentenwohnheim unterkommen. Das Ganze ist eben aus dem Film Anatomie.
Und ich kann da nur sagen, das Thema die Stadt Heidelberg im Film wäre noch einmal ein eigenes Thema für sich, zumal man hier sagen kann, dass die Stadt offensichtlich vom Image her festgefahren ist auf den Status einer romantischen Studierendenstadt, als die sie auch in Anatomie fungiert. Geschichte, Akademia und Romantik fungieren dabei zugleich als Elemente einer Hintergrundfolie, vor der sich der in dem Film intendierte Schrecken umso plastischer abheben soll, denn die Stadt wird hier als ein Ort gezeigt, unter dessen romantischer Oberfläche grausame Verbrechen stattfinden. Eine Geheimloge der sogenannten Antihippokraten treibt hier seit Jahrhunderten an der medizinischen Fakultät ihr Unwesen, indem sie Unschuldige ermordet und ihrer Sammlung als medizinische Präparate einverleibt. Um die Linien zwischen Tradition, deshalb sehen Sie auch in den beiden Filmausschnitten, deshalb würden Sie in den beiden Filmausschnitten auch ständig durch das Bild laufende Verbindungsstudenten sehen, um die Linien zwischen Tradition und Gegenwart veranschaulichen zu können, ist es notwendig für den Film, dass mitten in der Heidelberger Altstadt das moderne Anatomiegebäude steht, weshalb der Film scheinbar übergangslos von nämlich in Heidelberg gedrehten Szenen zu Aufnahmen der Münchner TU schneidet, wenn die Studierenden Paula und Gretchen scheinbar nur wenige Schritte vom Wohnheim zur Anatomielehrstunde gehen. Und das ist leider der zweite Ausschnitt, der auch nicht richtig laufen will. Ja, wir müssen es mir leider glauben. Die laufen also tatsächlich aus der neuen Universität heraus, laufen dann ein bisschen wirr an der Jesuitenkirche vorbei und stehen plötzlich dann vor einem modernen Gebäude. In Anlehnung an Gray müsste man sagen, dass imaginatively Heidelberg exists as a romantic place in poems, novels and movies. Das heißt, die Stadt ist dort stets die Stadt der Romantik. Selbst in einem Film wie der Verfilmung von André-Pierre de Mandillacs Roman La Motocyclette von 1963, also der Roman ist von 1963, die Verfilmung dann 5 Jahre später, wo die britische Musikerin und Schauspielerin Marianne Faithfull die Hauptfigur Rebecca, eine Motorradfahrerin, spielt, die im ersten Drittel des Films ihren Geliebten Daniel, gespielt von Alain Delon, in Heidelberg, genauer im Gartenpavillon der Villa in der Albert-Überle-Straße 20, aufsucht. Die Romanvorlage galt aufgrund der Thematik, eine an die deutsche Rennfahrerin Anke Ewe Goldmann angelehnte junge verheiratete Frau, fährt nur mit einem Lederoverall bekleidet durch Deutschland und lässt dabei ihre Geliebten Revue passieren. Also bereits aufgrund der Thematik galt die Romanvorlage als gewagt. Jack Cardiffs filmische Adaption wurde dann, wohl nicht zuletzt auch wegen der englischen und deutschen Titel Naked Under Leather, nackt unter Leder, zu einem Skandalfilm. Obgleich es im Roman wie im Film um eine Frau geht, die gegen die bürgerlichen Moralvorstellungen rebelliert und zum Zeichen ihrer Abkehr von der Tradition im Buch zum Beispiel das Brückentor der alten Brücke in Heidelberg mit, Zitat, einem Haufen Innereien auf einer Schlachterplatte vergleicht. Das ist wohl auch das Interesse von Arnold Rothe gewesen an diesen Brüchen mit dem tradierten Mythos Heidelberg. Also trotzdem porträtiert der Film, anders als der Roman, Heidelberg weiterhin in idyllischen Bildern. Darin der filmischen Tradition von früheren Filmen wie The Student Prince von 1954 oder auch der Heidelberger Romanze von 1951 durchaus treu. Und man kann sich über so etwas einerseits natürlich freuen, andererseits sich aber auch fragen, ob dies, wie es zum Beispiel aktuell auch in der Serie Hotel Heidelberg wieder aufgegriffen wird, zu einer sich selbst als modern wahrnehmenden internationalen Universitätsstadt passt. Ich zeige Ihnen jetzt zum Abschluss noch ganz kurz diesen Ausschnitt und achten Sie auf die Differenz zu den vorangehenden modernen Stadtlandschaften, durch die diese Motorradfahrerin fährt. Achten Sie auf die Tonspur, nämlich der synchrone Schlag der Glocke mit ihrer Durchfahrt durch das Brückentor, der dann auch ihre Ankunft in Neuenheim begleitet und der damit eine Art von Harmonie suggeriert, also ein Einklang von bildlicher und akustischer Ebene. Und diese Ankunft, die damit dann auch suggeriert wird, wird dann auch von der Musik eingelöst, die zuvor spannungsvoll und treibend dynamisch ist, dann aber idyllisch schwärmerisch wird. Und dazu passt dann auch immer wieder der Ausblick auf das idyllisch sich darbietende Heidelberg im Hintergrund.
Ja, und sie sagt dann die Worte, die ich jetzt weggelassen habe, nimm mich, vielen Dank. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank auch von mir und ich denke vom ganzen Publikum. Vielen Dank für die Einladung, liebe Frau Professor Marquardt, auch lieber Michael Braum für die IBA, mich heute hierher zu, nach Heidelberg einzuladen. Und ich möchte ein wenig, wir machen das so im Duett, die Reaktion darauf. Ich möchte im Grunde auf die Frage hinaus, was ist eigentlich mit unserer Gegenwartsarchitektur passiert, dass sie uns eigentlich im Film ja anscheinend ausschließlich als Dystopie begegnet? Ich glaube, es fing ja durchaus auch mal anders an. Ich habe beispielsweise, es gab eine Architektenvereinigung, die Gläserne Kette, quasi alles Tarnnamen, Gropius war am Rande dabei, die Luckhardt-Brüder waren dabei und Bruno Taut war dabei. Man traf sich so quasi in dieser Zeit, als alles möglich war, aber nichts zu bauen. Das war das Jahr 1918, das Jahr 1919. Man schrieb sich Briefe und die Gläserne Kette träumte immer davon, Demonstrativbauten zu errichten, irgendwie das Publikum quasi vom Keim einer neuen Baukunst zu überzeugen. Und es gibt in diesem Briefwechsel gibt es eine wunderschöne Stelle, wo sie sich gegenseitig so quasi, wo man ihnen quasi beim Nachdenken zuschauen kann, wo man nachlesen kann, wie sie sich überlegen, wie sie eigentlich wirkungsvoll werden. Und der eine sagt, naja, wir müssen irgendwie wunderbare Modelle bauen und die ganz toll fotografieren. Es muss eine Ausstellung geben. Ausstellungen sind fantastisch, wir erreichen ein Publikum. Der andere sagt, nein, Ausstellungen, ach, in so einer Galerieausstellung, das bringt überhaupt nichts. Wir brauchen ein Testgelände, also eine IBA sozusagen. Wir brauchen einen 1:1-Ort. Und dann sagt einer, nein, es ist auch alles Quatsch, wir brauchen einen Film. So. Und dann gibt es so einen Film, der Film hat den kuriosen Titel Die Galoschen des Glücks. Ich glaube irgendwie, das Drehbuch gibt es, aber der Film wurde irgendwie nie gedreht. Das heißt, man ist natürlich aber auch so an den Ansprüchen vielleicht gescheitert. Le Corbusier kommt einem vielleicht in den Sinn. Le Corbusier, der diese ganze frühe Möglichkeit des Kinos und auch die Möglichkeit des Films, solche quasi surrealen Elemente, Sie haben ja Malé-Stevens gezeigt, Man Ray gezeigt. Le Corbusier findet da so einen eigenen Weg. Ich glaube, der Film heißt L'Architecture d'aujourd'hui und es ist eigentlich so ein kleiner Werbefilm, wo man auch... Also man sieht quasi auch Le Corbusier selbst auftreten. Er fährt natürlich, also es ist so typisch Le Corbusier, er hält sich nicht mit irgendwelchen Nebensächlichkeiten auf, rast mit dem Auto vor die Villa, steigt aus, springt raus, ist sofort drin, muss gar nicht anklopfen, also er greift sofort Besitz von dem Haus, verschwindet dann aber irgendwie wieder auf dem Weg in die Dachterrasse, wo man sich irgendwie des Licht- und Luftbades eigentlich hingeben soll, verschwindet er irgendwie auf merkwürdige Weise. Und aber seine eigenen Bauten beschreibt er ja auch um diese Zeit herum mit dem Begriff der Promenade architektural, also wo auch diese von Ihnen geschilderte Engführung von Film, was haben eigentlich Film und Architektur miteinander zu tun? Man könnte ja sagen, es sind quasi beides irgendwie zeitbasierte Medien und wo Le Corbusier ganz stark sich auch dafür interessiert, wie kann eigentlich der Film ein Gebäude wahrnehmen, aber wie kann auch der Betrachter ein Gebäude wahrnehmen, indem man durch dieses Gebäude hindurchgeht. Es gibt dann ich mache jetzt einen kleinen Sprung, als unser Museum, das Deutsche Architekturmuseum 1984 eröffnet wird, was sammelt man? Man sammelt Zeichnungen, man sammelt Modelle, man sammelt Bücher, aber man möchte Videos sammeln. Das hat dann irgendwie nicht geklappt, aber man möchte eine Filmsammlung anlegen. Und es gibt wunderbare Fotos, die zeigen, wie quasi so im Zentrum des Hauses im Haus, also in dieser weißen, kubischen Architektur von Oswald Matthias Ungers, dann ist so ein, weil alles symmetrisch sein muss, hat man so eine symmetrische Vortragssituation, rechts ein Monitor, links ein Monitor und dann laufen quasi parallel irgendwelche Filme, die man damals in Auftrag geben wollte. Rem Koolhaas ist natürlich auch ein Beispiel. Rem Koolhaas, der Architekt, der begonnen hat als Journalist, der auch mindestens an einem Filmdrehbuch für Russ Meyer übrigens mitgewirkt hat, Rem Koolhaas, der Journalist, der dann Häuser entwickelt, die im Grunde wie Drehbücher funktionieren. Und
der so diesen Satz von Le Corbusier vielleicht, dass eine Maschine nicht nur ein Ort zum, also dass ein Haus eine Maschine zum Wohnen sein könnte. Und bei Corbusier gibt es auch diese Formulierung, auch das Haus als Maschine zum Sehen. Mhm. Das finden Sie dann bei Rem Koolhaas auch wieder, dieses berühmte Haus für den Verleger in Bordeaux, der im Rollstuhl sitzt und der quasi mit so einer Hubplattform durch sein ganzes Haus hindurch gefahren wird und dadurch Ausblicke haben kann, also fast filmische Ausblicke, mhm. Die er sonst nicht haben könnte. Und irgendwie auf diesem Weg von der Euphorie der Moderne zu Rem Koolhaas, irgendwo ist uns, glaube ich, dann die Hoffnung abhanden gekommen, möchte ich fast sagen. Und ich denke, jetzt ist der Ton abhanden gekommen mit der Hoffnung. Jetzt geht's wieder. Und es gibt dann eben solche Filme wie Rainer Werner Fassbinder, Welt am Draht, spielt in einer Shopping Mall in München, der nur ein kurzes Leben beschieden war, das Schwabylon. Es gibt gerade erst vor wenigen Jahren oder vor ein oder zwei Jahren eine Verfilmung des Romans von Ballard, High Rise, mhm. Spielt komplett in einem Hochhaus als autarkes System. Und wenn Sie in der Architekturgeschichte denken, was Ihnen bei Hochhaus und Schwimmbad einfällt, denken Sie vielleicht an Wohngebäude in Wien von Harry Glück, einer der wenigen, der es geschafft hat, quasi so dem Massenwohnungsbau zu einem absoluten Erfolg zu führen, indem er so die Erfolgsformel, jedes Gebäude braucht ein Schwimmbad auf dem Dach, verholfen hat. Das heißt, es gab auf diesen Massenwohnungsbauten in Wien immer oben ein Schwimmbad und sofort war das, waren viele Probleme gelöst. In High-Rise hingegen hat das Schwimmbad eine ganz furchtbare Bedeutung. Irgendwann schwimmt ein toter Hund in diesem Schwimmbad und irgendwann beginnt also dieses ganze autarke Hochhaus furchtbar zu kippen. Und ein anarchischer Krieg der unteren gegen die oberen Etagen fängt an, in dessen Zuge die sich alle komplett zerfleischen. Also ein wunderbares Buch, aber auch ein ziemlich drastischer Film, vielleicht 2 Jahre alt. Und irgendwie ist uns in dieser ganzen Erzählung quasi so die Hoffnung verloren gegangen. Also wo gibt es eigentlich, und das ist jetzt wirklich direkt eine Frage an Sie, wo gibt es eigentlich so den Moment, wo die zeitgenössische Architektur gespiegelt über den Film nicht in ein ganz furchtbares Desaster kippt? Es gab mal eine kurze Phase, das bezieht sich dann aber eben nicht auf den Modernismus, sondern auf Art Deco. Da gab es also mal eine Phase, wo Filme auch von führenden Architekten und Innenausstattern dann auch ausgestattet wurden. Und da ist es durchaus positiv. Das sind dann aber eben auch praktisch jetzt keine besonders gewagten Entwürfe, die man da sieht. Das ist alles sehr dekorativ, sehr geschmackvoll. Und da ist es durchaus positiv konnotiert, weil es für Reichtum, für guten Geschmack etc. steht. Aber ebenso wie man sich sozusagen über diese Schwelle hinaus bewegt, dann kippt es sofort. Und da klappen dann auch diese ganzen Versuche nicht mehr, weil auch diese Art Deco-Ausstattung, das war also auch ein regelrechter Versuch, so wie bei L'Herbier, eben Künstler praktisch eine Art von Werbeplattform zu geben, dass man gesagt hätte, ihr stattet diesen Film aus, im Abspann sieht man das dann und dann kaufen die Leute das vielleicht. Und bei diesen Art Deco-Filmen funktioniert das ein Stück weit. Das sind aber auch dann bezeichnenderweise Filme, die heute auch zum Teil vergessen sind. Also das ist vielleicht auch nicht ganz uninteressant. Und so wie man sich aber dann über diese Schwelle hin zum Modernismus bewegt, wo es abstrakt, wo es geometrisch wird, kommen sofort diese ganzen Klischees, kalt, abweisend, unmenschlich. Und dann kippt es, ich meine, schon L'Humain ist ja in gewisser Weise ein Paradox, weil das war alles sehr gut gemeint und man wollte eigentlich, dass die Leute diese Architektur toll finden. Und es ist aber von vornherein fast schon unbewusst mit diesen problematischen Charakteren assoziiert, die beide nicht besonders sympathisch sind, im Gegenteil. Und auch die Reaktion des zeitgenössischen Publikums war genau so, dass sie das befremdend fanden, sowohl die Figuren als auch die Architektur. Und das heißt, da hat es dann also nicht funktioniert. Der Umkehrschluss, das habe ich nämlich gerade gefragt, als Sie dargelegt haben, nochmal diese Geschichte praktisch auch. Ich habe mich dann gefragt, ist es denn wirklich so, dass jetzt zum Beispiel das, was, um es mal klischeehaft zu sagen, Prinz Charles toll findet, dass das jetzt irgendwie in Filmen immer so gut wegkommt. Aber da ist mir sofort die Truman Show eingefallen, wo ja auch so eine Architektur gezeigt wird, die pastellfarben ist und das ist ein bisschen historistisch. Und das erweist sich ja auch dann als eine Dystopie eigentlich, weil das im Grunde genommen auch ein Filmset ist, ein extrem künstliches Ambiente. Und insofern habe ich immer fast den Eindruck, es darf weder in der einen noch in der anderen Richtung zu extrem sein, sonst wird es sofort mit verdächtigen Dingen assoziiert. Also ich meine, man kann das ja quasi bis in die
bis in die sonntägliche Fernsehunterhaltung verfolgen. Also wenn man sich so die normale Tatortfolge irgendwie anschaut, dann kann man im Grunde immer davon ausgehen, dass wenn jemand in einer zeitgenössischen Villa mit großen Glasflächen lebt, dass der dann irgendwas Schreckliches zu verbergen hat und dass es einen furchtbar schlechten Verlauf nehmen wird. Also irgendwann fliegen irgendwelche Dinge durch diese Glasscheibe oder es wird durchgeschossen. Also es gibt eigentlich ganz wenige Beispiele oder fast gar keine Beispiele, wo so etwas dann auch mal quasi positiv aufgeladen wird, sondern es steckt natürlich, und ich meine, es ist wahrscheinlich auch tatsächlich möglicherweise die Konsequenz daraus, man möchte ja unterhalten werden, also man möchte sich ja eben nicht langweilen, man möchte ja eben nicht die Traumwelt vorgeführt bekommen, außer vielleicht bei Rosamunde Pilcher, dass man irgendwie so eine englische Langweiler-Szene, Szenerie geboten bekommt. Das heißt, die Frage ist aber dennoch, ob es nicht, was man eigentlich, wenn man jetzt doch diese Filme als eine Art von, also kann man sie auch als eine Form von, Sie hatten ja auch vom Kassiber, von der Schmuggeltechnik, von Whistleblower-haften, also vielleicht, man könnte ja sagen, so quasi der Film repräsentiert auch ein Stück weit das Unbewusste der Architektur, also die Architektur, wie Colin Rhodes gesagt hat, die mit den Best Intentions immer angetreten ist. Also kein Architekt wollte jemals den Menschen Böses tun. Natürlich sind immer alle mit den besten Absichten angetreten und es ist trotzdem bisweilen in relativ drastische Dinge gekippt. Also wenn man jetzt mal keine bösen Absichten unterstellt, ist das Resultat aber oft vielleicht nicht befriedigend und der Film legt es gnadenlos frei. Mhm. Da würden Sie auch zustimmen, dass quasi, dass man im Grunde Filme als verfilmte Architekturkritik zu betrachten hat und dann geht es halt doch meistens schlecht aus. Ja, ich meine, das hat natürlich auch mit dem Zielpublikum zu tun. Also man möchte ja relativ schnell etwas kommunizieren über Charaktere und greift dann eben zu Mitteln. Ich glaube, da hat sich inzwischen auch eine Art von Architektursprache im Film etabliert. Ich glaube, am Anfang war das noch gar nicht so intendiert und inzwischen ist es, glaube ich, aber fast schon so ein Griff in die Schublade. Also wie Sie es gerade gesagt haben, ich brauche ein Gebäude für einen Bösewicht, der scheinbar offen und freundlich ist, also eine gläserne Villa, weil das zeigt Transparenz, der ist offen und in Wirklichkeit aber stimmt das eben alles gar nicht. Und selbst die Beispiele, wo Architektur zunächst einmal positiv konnotiert ist, ich meine auch Metropolis ist ja zunächst einmal ein Film, der mit so einem Überbietungsgestus auffährt, der beeindruckend ist und wo ja auch im Grunde genommen führende Architekten mit beteiligt waren, bis hin zur Innenausstattung. Und auch der kippt ja, weil der dann irgendwann mal zeigt, dass es teuer erkauft, dieser Fortschritt und dieser Geschmack, der sich da manifestiert. Oder auch Logan's Run, Flucht ins 23. Jahrhundert, der ist auch in der ersten Hälfte eine Art von Utopie, wo eben auch zum Beispiel dann diese Wiener Vorstadtbauten zitiert werden mit Schwimmbädern auf dem Dach und so. Und in der zweiten Hälfte kippt er dann, aber weil er auch wieder zeigt, er ist eigentlich eine Dystopie. Und ich glaube, das ist eben immer dieses Element dieser Kippfigur, die eben dann doch aus der Utopie in die Dystopie kippt. Sie haben diese Beobachtung, die Sie am Beispiel Glasgow belegt haben, dass quasi Städte gewissermaßen schon eine Voraufladung brauchen. Also man ist in Glasgow, weil man einfach keine Bilder hat, dann denkt man eben nur an die eigene Turnhalle und nicht eben an übergeordnete Bilder. Ich habe das mal mit einem Filmscout, die wir uns ins Architekturmuseum eingeladen haben, die hat uns das mal so geschildert, dass einerseits natürlich diese vorgefertigten Bilder gesucht werden, andererseits aber es auch ganz stark darum geht, dass wenn Filme produziert werden, man quasi etwas Neues sucht, also quasi unverbrauchte Orte sucht. Und die Stadt, aus der ich komme, Frankfurt, geriet irgendwie so auch so ein bisschen fast auf kuriose Weise ins Zentrum von vielen Filmaufnahmen, weil es gibt eine kuriose Regelung, dass in dem Moment, wenn man Mittel der Filmförderung verwendet, beispielsweise der Hessische Filmfonds zahlt irgendetwas für eine auch internationale Produktion. Das heißt, das ist ein bisschen wie Entwicklungshilfe. Man gibt jemandem Geld, aber der muss die Traktoren bei einem selbst kaufen. Und so funktioniert das auch in der Filmförderung. Das heißt, man gibt einem Film Geld, aber der muss dann auch bei uns drehen. Also das heißt, wenn die Hessische Filmförderung etwas fördert, muss in Frankfurt gedreht werden. Jetzt ist das halt so, passt nicht immer, aber so hat Frankfurt einige Auftritte beispielsweise als Manhattan absolvieren können. Es gibt einen wunderbaren Trash-Film, Iron Sky, den Sie sicher kennen, ganz böser Trash, die
die Nazis auf der dunklen Seite des Mondes, also wirklich so ein finnischer Super-Trash, aber sehr, sehr lustig, wie ich finde. Und da spielt Frankfurt eben New York. Mhm. Und das macht das eigentlich auch ganz gut. Und dann, dann funktioniert natürlich aber auch dieser Loop, den Sie beschrieben haben. Das heißt, man hat ja ohnehin schon an den Stellen, wo Frankfurt so ein bisschen aussieht wie New York, das ist genau eine Straße, hatte man immer schon so das Gefühl, ah, hier sieht es aber so aus. Und jetzt weiß man aber auch, in Iron Sky war das so. Mhm. So, das heißt, es gibt so eine wiederholte Schlaufe und man kann quasi an diese Orte, die Sie auch bei anhand dieses Harry Potter-Bildes gezeigt haben, die werden dann plötzlich quasi werden in der Realität neu verankert. Wie es ja auch diesen Satz gibt, dass die Mafia-Gangster sich irgendwann begonnen haben, mit schwarzen Anzügen zu kleiden, weil sie das in Mafia-Filmen gesehen haben. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber angeblich haben die New Yorker Mafia-Gangster irgendwann in Hollywood-Filmen gesehen, wie sich Mafia-Gangster eigentlich kleiden und haben dann eben angefangen, das genauso zu kopieren. Das heißt, der Film ist dann auch ein Stück weit in die Realität übernommen worden.